Du bist ein Mensch, der bereit ist, an sich zu arbeiten, um ein leichteres, glücklicheres, gesünderes Leben zu leben. Du bist offen für spirituelle Arbeit oder steckst sogar tief in der Spiritualität. Und du hast schon unglaublich viel an dir gearbeitet, hast Bücher und Kurse durchgearbeitet, Coachings und Therapien gebucht, Seminare besucht und Ausbildungen absolviert. Viel von dem, was du gemacht hast, war richtig gut. Und trotzdem waren die Veränderungen in dir und deinem Leben oft nur minimal. Und noch schlimmer, die Stürme des Lebens haben einiges davon schnell wieder zunichte gemacht. Genau das war vor vielen Jahren auch meine Situation. Hunderte Stunden an Coachings und Therapie, eine halbe Bibliothek an Lebensratgebern und diverse Aus- und Fortbildungen hatten mir nur sehr wenig vermehrte innere Freiheit geschenkt. Trotz jahrelanger spiritueller Disziplin war ich mit meinem Bewusstsein nicht da, wo ich sein wollte. Ich kannte das und auch du kennst das. Und die Wahrheit ist, es war weder meine Schuld, noch ist es deine Schuld. Einstein sagte einst, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Genau daran leiden wir alle. Niemand sagt uns, dass und wie wir unsere Denkweise in kürzester Zeit so verändern können, dass sich Ergebnisse sehr leicht und fast von alleine einstellen. Es geht um Bewusstsein, das hast du schon gehört. Und wahrscheinlich hast du viele Techniken erprobt und Meditationen absolviert und trotzdem hat sich nicht viel verändert. Das liegt daran, dass es nur sehr, sehr wenige Menschen gibt, die andere tatsächlich dabei unterstützen können, ihr Bewusstsein nicht nur ein klein wenig, sondern wirklich sehr deutlich zu erhöhen. Und dies am besten in kürzester Zeit. Ich habe dies erstmals 2010 durch das Wirken einer großen Seele aus Holland, Maya Storms, erfahren. Seitdem bereiste ich 5 Kontinente, um weitere Menschen zu finden, die auf außerordentlich hohem Niveau andere dabei unterstützen können, Ähnliches zu erleben. Ich habe deren Arbeit dokumentiert und auch sehr davon profitiert. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die behaupten, dir sehr intensive, transformierende Bewusstseinserfahrungen zu ermöglichen. Doch kaum jemand hält der einfachen Überprüfung stand, die im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 16 steht. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich sage nicht, dass du bewusst belogen und in die Irre geführt wirst. Es gibt da draußen sehr viele Menschen mit guten Absichten. Und gleichzeitig hat kaum jemand so außerordentliche Erfahrungen erlebt und kann sie deshalb auch anderen nicht vermitteln. Deshalb will ich mein Wissen und meine Erfahrung an möglichst viele Menschen weitergeben. Wenn also auch du genug hast von deiner Suche, die nur minimale Fortschritte bringt, wenn du nicht unzählige weitere Versuche absolvieren willst, sondern endlich ankommen möchtest, wenn du endlich die innere Freiheit, die erfüllende Beziehung, die materielle Fülle erleben willst, die jedem Menschen zusteht, dann freue ich mich, von dir zu hören.